Herzlich willkommen zum Vortrag von Kühn und Nagel zu DMN auf Steroiden. Wir wollen euch heute vorstellen, was wir bei Kühn und Nagel mit DMN, aber auch BPMN machen, wofür wir es einsetzen, warum wir es einsetzen. Ja, zu uns. Genau. Mein Name ist Torben Rasche, ich bin Teamlead in dem Bereich Business Process Automation bei Kühn und Nagel. Speziell heißt das Team das Product Team. Neben mir Stefan Becke ist das Team Business Process Automation Plattform. Man kann das beides so unterscheiden, dass das Produktteam die kundenspezifischen Anforderungen umsetzen, also für mich speziell für die See- und für die Luftfracht, während Stefan Becke das Team die generischen, die allgemeingültigen Funktionalitäten implementiert, wie eine Taskliste, wie das Task Assignment, Reporting-Funktionalitäten, was halt von mehreren Bereichen genutzt wird. Böse Zungen sagen halt immer, bei uns ist das ältere Team die Prozessmaler, kennen vielleicht viele halt auch, das wären dann mehr die Nerds, die Techies. Naja, wie man das dann auch immer sieht, gehen wir auch gleich ein bisschen drauf ein. Ich werde meinen Bereich vorstellen, vielleicht kurz zum Anfang noch zu Kühn und Nagel. Nicht jeder kennt das Unternehmen. Kühn und Nagel hat eine sehr lange Historie, gibt es seit über 125 Jahren, hat mittlerweile mehr als 70.000 Mitarbeiter in mehr als 1.300 Standorten, kann man sich eigentlich ganz gut vorstellen, an jedem Seehafen dieser Welt, an jedem Flughafen werden Sie ein größeres oder kleineres Office von Kühn und Nagel finden. Führend aktuell ist Kühn und Nagel im Seefrachtbereich, was Full Container, also FCL anbelangt, auch Less Container Load. Und Luftfracht auch sehr weit vorne, an Platz 2, Kontraktlogistik gibt es auch noch einen recht großen Bereich und auch Landverkehr. Kühn und Nagel unterscheidet sich ein wenig von anderen Logistikern, weil hauptsächlich kann man sagen, Kühn und Nagel hat keinen eigenen Fuhrpark. Also Kühn und Nagel besitzt keine Schiffe, keine Flugzeuge. Es gibt ein paar LKWs, die sieht man ja auch, hat man auf dem Bild eben schon mal gesehen, die mit dem Konterfei durch die Gegend fahren, ist aber wirklich sehr klein. Das heißt, Kühn und Nagel ist wirklich ein reiner Dienstleister, das für die Kunden die Logistik organisiert und durchführt. Im Allgemeinen wird das dann als Freight Forwarding bezeichnet, das heißt, Kühn und Nagel bewegt dort die Ware zu Land, Luft und See. Mein Bereich speziell ist See- und Luftfracht. See- und Luftfracht sind prinzipiell gleich strukturiert. Man kann immer sagen, es gibt einen Exportbereich und einen Importbereich. Export ist da, wo das Flugzeug losfliegt, Importbereich ist dort, wo es landet. Kann man sich vorstellen, auf der Exportseite bietet Kühn und Nagel eine Menge an Dienstleistungen für den Kunden an. Das heißt, wir können den Container beim Kunden auf dem Hof abholen. Der Kunde kann aber auch sagen, er möchte seinen Container selber zum Flughafen bringen und ab da übernimmt Kühn und Nagel dann bestimmte Dienstleistungen wie Verzollung oder, wie gesagt, hatte ich eben schon gesagt, Pickup wäre das, um den Container abzuholen. Auf der Importseite haben wir dann ähnliche Sachen. Das heißt, auch hier könnte Kühn und Nagel für den Kunden den Transport für den Container zu seinem Standort durchführen. Verzollung, Versicherung, alles, was halt bei Containern anfällt, kann gebucht werden. Speziell der Bereich Business Process Automation, das, was wir machen, sieht man jetzt also BPA, die Abkürzung dafür. Wir sind Teil unserer Hauptanwendung, die SALOC heißt. SALOC, kann man sich vielleicht auch denken, das S steht für See, für Sea, das A für Air und bildet dann Logistics. Das ist das operative, große, so eine Art ERP-System bei Kühn und Nagel, was von der See- und der Luftfracht zusammen genutzt wird. Es ist eine komplette Eigenentwicklung, also bei Kühn und Nagel, wir haben keine Standardsoftware im Haus, wir entwickeln alles selber und BPA ist ein Teil davon. Also das heißt, das ist hier über das, den Screenshot schon mal dargestellt, BPA bietet auch eine Taskliste mit einer Overview an. Auf der linken Seite sieht ein Sachbearbeiter alle Aufgaben, die er durchführen soll, zu denen er zugewiesen ist. Die sind gruppiert, wenn man in eine detailliertere Sicht geht, hat man die Taskliste und wenn er dann so arbeitet, wie wir uns das vorstellen, dann nimmt er die Aufgaben von oben nach unten, die wichtigste steht oben nach Priorität und das ist der Einstieg dann in die Hauptanwendung. Und das ist genau die Idee, die wir verfolgen,
dem Sachbearbeiter die richtigen Aufgaben zum richtigen Zeitpunkt anzubieten. Das heißt, wer macht was wann? Das sind die drei Fragen, die wir uns stellen. Und genau, das Was und das Wann ist speziell das, was in meinem Team entwickelt wird. Das heißt, hier reden wir von Business Process Modeling Notation. Das heißt, wir implementieren die Prozesse. Hier haben wir mal einen ganz einfachen Prozess jetzt rausgesucht. Ein Billing-Prozess, die typischen Komponenten. Der Prozess wartet am Anfang, dass ein bestimmter Status eintritt. Das ist hier dieses Prepare-Event. Wenn das Event gekommen ist, läuft der Prozess weiter. Dann haben wir eine zeitliche Komponente und warten darauf, dass, ich glaube, hier haben wir das mit dem Departure des First Flight Legs. Wenn dieser Punkt eingetreten ist, dann kommt eine Aufgabe. Die Aufgaben, also prinzipiell sind alle Prozesse bei uns sehr, sehr userorientiert. Das Team nennt sich Business Process Automation. Der Kern ist es aber wirklich, den Sachbearbeiter zu unterstützen. Und dafür haben wir jetzt einmal die Zahlen auch noch hier aufgegliedert. Das ganze Projekt bei uns ist ein sehr langläufiges Projekt. Für Luft und See ist der Importbereich komplett implementiert und komplett ausgerollt in alle Länder. Luftfrachtexport ist gerade in der Ausrollphase, Seefrachtexport kommt noch. Und aktuell im Importbereich erstellen wir im Monat ungefähr 2 Millionen Prozesse für Luft und 3 Millionen für die Seefracht. Mindestens eine Aufgabe, kann man sich vorstellen, kann man sagen, wird pro Prozess erstellt für einen User. Wenn wir das jetzt hochrechnen, kann man sich vielleicht vorstellen, wie viele Benutzeraufgaben da anfallen. Und da, wir hatten das ja vorher immer gezeigt, sehr viele Standorte, sehr viele Mitarbeiter. In der Logistik ist es halt auch ganz wichtig, dass diese Sachen zeitgerecht, aber auch von den richtigen Personen durchgeführt werden. Und da sind wir jetzt genau an dem Punkt, wenn wir jetzt diese Billing-Aufgabe uns jetzt hier merken, das ist jetzt, wir sind jetzt hier, die Aufgabe ist erstellt, jetzt ist die Frage, wie weisen wir sie zu? Und die Zuweisungsregeln kann man verschieden sehen. Die einfachste, wenn ich die jetzt zuweisen möchte, wäre bei uns das Einfachste, wir gehen über die Organisation. Das heißt, Beispiel für uns, komme ich auch aus Hamburg, wir möchten jetzt alle Aufgaben auf Departments zuweisen, beispielsweise Hamburg. Das wäre jetzt sehr simpel, der Pool an Aufgaben, die so eine Gruppe bekommen würde, wäre wahrscheinlich recht groß. Das heißt, wir wollen das noch ein bisschen weiter einengen. Das heißt, wir trennen jetzt ein bisschen und sagen, okay, wir wollen das jetzt aufteilen und wir unterscheiden bestimmte Range Delivery Aufgaben, die kriegt ein Personenkreis, eine andere Gruppe bekommt alle Abrechnungsaufgaben. Kann man so weiter fortführen. Wenn wir jetzt eine dritte Komponente noch mit reinbringen und da kommt bei uns die Komplexität rein, dann sind das Business-Daten, was halt in vielen Ländern auch wirklich so praktiziert wird. Das heißt, wenn wir jetzt weitergehen, sagen wir, okay, wir haben jetzt wieder eine Billing-Aufgabe und die geht nicht nur nach Hamburg, wir haben auch noch bestimmte Benutzer, die jetzt für Prepaid-Payment zuständig sind. Wir können auch sagen, es ist jetzt nicht nur Prepaid-Payment, sondern es kommt noch eine Business-Solution rein. Beispielsweise für Pharma. Und dann, wenn wir jetzt das Ganze noch ein bisschen komplexer machen wollen, dann sind wir bei einer Oder-Beziehung. Dann sagen wir, okay, wir haben jetzt nicht nur eine Business-Solution Automotive, es könnte auch noch eine andere Business-Solution sein, die von dieser User-Gruppe dann durchgeführt werden muss. Und dieses Regelwerk kann sehr, sehr komplex werden. Und das ist dann, was wir zum Beispiel auch nicht in dem Prozess haben. Das ist das, was für Seefracht und für Luftfracht auch gleich ist. Nicht gleich ist, sie haben andere Regeln. Jeder hat andere Regeln, jede Organisation. Und da ist jetzt genau der Part, wo ich an Stefan übergeben werde, weil das ist das, was bei uns in der BPA-Plattform steckt und was die Jungs für uns dann bereitstellen. Genau. Jetzt haben wir ein bisschen gehört, was so ein bisschen die fachlichen Anforderungen waren. Mein Team beschäftigt sich dann im Endeffekt mehr mit als Plattform, als Service, sehen wir uns so ein bisschen. Das heißt, wir wollen sagen, okay, wir wollen irgendwie Funktionalitäten zur Verfügung stellen und ein gewisses Assignment generisch zu halten. Das heißt, es ist uns eigentlich erstmal egal, ist es Seefrachtbusiness, ist es Luftfrachtbusiness, ist es Import, ist es Export, ist es vielleicht irgendwann nochmal Road, ist es irgendwann Kontraktlogistik, etc. Interessiert uns erstmal zweitrangig, sagen wir es mal so vorsichtig. Wir haben gesagt, okay, wir haben irgendwas mit Regeln hier zu tun. Rules-based Task Assignment, gab es ja auch schon mal, glaube ich, ein paar Vorträge. Gesagt, okay, was kann man da so machen? Gibt es ja auch verschiedene Rules-Engines auf dem Markt.
Okay, gucken wir uns in den Bereich mal ein bisschen genauer an. Haben gesagt, okay, was werfen wir oben rein? Wir haben irgendwie Task-Typen, haben wir gerade gehört. Wir haben irgendwas wie Organisationseinheiten. Und dann haben wir irgendetwas wie Business-Daten. Das werfen wir in den Topf mal rein, als Input für ein Regelwerk im Endstrichen. Und als Output wollen wir eine Candidate-Group bekommen. Das heißt, eine Gruppe, und dieser Gruppe können wir Personen quasi zuordnen. Wir nennen es jetzt Assign, falls ich das mal öffentlich mal zwischendurch mal sage. Und dementsprechend können wir sagen, diese Personen, die diese in der Gruppe sind, bekommen diesen die Tasks und sehen diese Tasks dementsprechend in ihrer Taskliste und können sie dementsprechend auch abarbeiten. Eigentlich relativ einfach. Man sagt, okay, wie setzen wir das denn jetzt um? Das haben wir damals gehört, okay, es gibt irgendwie eine Rule Engine, auch im Camunda-Bereich, DMN. Gut, gucken wir uns das mal an, bevor wir sagen, wir implementieren jetzt wieder irgendetwas Eigenes und sagen, das können wir später vielleicht nicht mehr warten, wird zu komplex. Was bietet uns denn der Markt, insbesondere auch mit Hilfe von der Camunda Engine? Der erste wichtige Punkt, der uns dann sofort eigentlich ins Auge gestochen ist, weil wir ja sowieso schon BPMN einsetzen, mit CMMN mal planen, eigentlich auch mal was zu machen, gesagt, das ist schon mal erstmal ein Standard, mit dem können wir arbeiten. Das ist nichts Proprietäres, was wir irgendwann später mal in irgendwelchen großen Word-Dokumenten, Design-Dokumenten niederhalten müssen. Da sagen wir, hier ist die Dokumentation im Standard, guckt ihr das an, wenn neue Mitarbeiter kommen, auch relativ klar. Oder viele Leute kennen es auch schon, natürlich, wenn sie in dem Kontext arbeiten. Sagt, passt, machen wir einen Haken ran. Der nächste Punkt, der uns immer wieder wichtig war, Assignment. Wir haben ja gesehen, warum bekommt ein Mitarbeiter überhaupt irgendeine Aufgabe? Warum ist die Aufgabe vielleicht irgendwann nicht mehr bei dem Mitarbeiter, weil sich irgendwelche Business-Daten geändert haben? Das heißt, es ist irgendwie etwas geändert worden, irgendwie ein, sagen wir mal, so ein Incoterm in Anführungsstrichen wurde geändert, das ist ein fachlicher Begriff, oder es wurde irgendwie eine Adresse geändert oder was auch immer, das ist gar nicht mehr dieses Land für zuständig, sondern der Sachbearbeiter sollte irgendwo nicht mehr in Hamburg-Display arbeiten, sondern in New York. So, auf einmal ist die Task von der einen Taskliste weg und ist bei jemand anders. Das war immer die Frage, warum ist der Task jetzt woanders? Was ist denn da passiert? Das heißt, wir wollten irgendwie Monitoring-Funktionalitäten schaffen und natürlich auch für den Support. Das heißt, wir haben 24-7-Support irgendwo auf der Welt. Die sagen dann, kriegen wir hier Tickets und müssen auch irgendwie nachvollziehen, warum irgendetwas passiert ist. Da bietet natürlich das Camunda Cockpit uns auch sehr viele Möglichkeiten, was ja auch ständig weiterentwickelt wird, was wir sehr wertschätzen. Und gesagt, ja, dann machen wir uns auch mal einen Haken dran. Passt für uns. Gehen wir mal weiter. Okay, DMN kann ich direkt editieren, auch mit Camunda Cockpit, kann dann sagen, okay, ich lade das nochmal hoch, deploy das nochmal, es zieht sofort, neue Regeln sind greifen, neue Tasks werden anders assigned, brauche ich im Endeffekt auch keine Codeänderungen machen, irgendwelche großen SQL-Skripte in irgendwelchen Datenbanken einspielen, habe ich das Problem im Endeffekt auch nicht, das heißt, keine Codeänderung, bin sofort live, alles super, insbesondere, weil sich Regeln ja doch immer sehr, sehr, sehr schnell ändern. Nächster Punkt natürlich, Performance. Gut, wir haben jetzt natürlich jetzt nicht wie die den Performance-Boost in Anführungsstrichen, aber nichtsdestotrotz, klar, Performance ist für uns alle am Ende des Tages wichtig. Wir haben uns dann nochmal angeschaut, auch nochmal damals, was mit der Lieferung, glaube ich, von 7.6 kam, Performance-Optimierung, auch nochmal mit DMN. Haben uns auch nochmal gegengehalten, was erwarten wir bei Kühn und Nagel, haben gesagt, passt, machen wir einen Haken dran. Gehen wir jetzt auch weiter gar nicht drauf ein. So, nächste Frage war für uns, business-friendly. Wird immer so gesagt, DMN ist business-friendly. Was heißt denn das überhaupt? Ja, lass uns das mal angucken. Jetzt haben wir mal ein relativ einfaches Beispiel mitgenommen. Ich hoffe, das kann man hinten auch noch einigermaßen lesen. Ansonsten stelle ich das nochmal ganz kurz auch nochmal vor. Also jetzt haben wir den DMN. Ich glaube, aufgrund der Zeit kann ich jetzt DMN jetzt nicht komplett erklären. Ich setze mal ein paar Sachen einfach mal leider voraus. Das heißt, wir machen eine einfache Assignment zu einem Land, was jetzt hier heißt DEKN. Das ist nichts anderes als Deutschland, Kühne und Nagel. Ja, dann sagen wir, wir haben eine sogenannte Hit Policy First. Das heißt, wir sagen immer, der Erste, der irgendwo trifft, von der Regel her, das ist das Ergebnis und nichts mehr und nichts weniger. Und dann machen wir einfach ein Assignment auf organisationsbasiert und nach sogenannten Task-Typen. Das heißt, wir haben gesagt, okay, wir sind jetzt mal in Hamburg, da kommen wir her, wir sind jetzt mal hier in Berlin, gucken uns das Beispiel mal an. Und dann sagen wir mal explizit nochmal, was sagen wir denn da für Hamburg? Wollen wir ganz bestimmte Aufgaben für Range Delivery, wollen wir eine andere Gruppe zuweisen. Das sind unsere Spezialisten in Hamburg, die können das besonders gut. In Berlin sind alle gleich gut, die brauchen das nicht. Und in Hamburg sagen wir nochmal, okay, Billing ist irgendwas auch nochmal was Besonderes. Die wollen wir auch nochmal einer ganz bestimmten Gruppe zuweisen. Gut, auch relativ einfach.
auch nach einer ganz bestimmten Gruppe Hamburg-Billing. Alles andere landet in der Standardgruppe von Hamburg und wenn gar nichts greift, haben wir immer noch so ein Fallback, in Anführungsstrichen jetzt hier, was einfach in so einer Gruppe geht, die einfach nur Deutschland ist. Das ist relativ einfach, einfach zu warten, einfach zu verstehen, denke ich. Das kann jeder von uns auch relativ schnell interpretieren. Da könnte man sich schon mal gleich die Frage stellen, brauche ich da überhaupt ein DMN für? Ja, das ist eigentlich schon so trivial ist. Gehen wir mal ein bisschen weiter. Jetzt kommen nämlich Business-Daten ins Spiel. Und das ist im Endeffekt ja nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Auszug von Business-Daten. Das heißt, wir haben das gleiche Paradigma, was wir vorhin gesehen haben. Wir haben vorne Departments und wir haben Task-Typen. Dann haben wir noch irgendwas dazugenommen, was irgendwie mit Payment. Das hat mein Kollege Torben vor mir vorgestellt, hat irgendwas mit Prepaid. Gut, was auch immer das jetzt ist. Business-Solution. Okay, haben wir eine Business-Solution auch noch mit reingepackt. Dann haben wir noch irgendwie Gewicht. So ein Gewicht haben wir jetzt mal drüber geschrieben in Kilogramm. Kommen wir gleich nochmal vielleicht nochmal zu. Und dann haben wir noch so den Rechnungsbetrag in Euro. So, jetzt haben wir da ganz viele Attribute. Jetzt haben wir uns gefragt, aber woher weiß denn im Anführungsstrichen derjenige, der diese DMN pflegen möchte, wie jetzt Gewicht technisch überhaupt heißt? Wie heißt denn der technische Schlüssel? Heißt das Weight? Heißt das Weight ID? Weight Volume? Oder wie haben wir so mal jetzt genannt technisch? Das weiß der dementsprechend ja gar nicht, der diese DMN modellieren und dementsprechend auch das später zum Deployment bringen möchte. Klar kann ich da irgendwelche Listen zur Verfügung stellen, wo er sich das immer raussucht und sagt, okay, da war jetzt Weight, ach ja, das war jetzt Kilogramm, ach, alles klar, dann mache ich ja so und so. Kann man machen. Man sagt, aber unschön. Über 15.000, ich gucke jetzt da mal, wo Invoice Amount größer gleich 10. Ich glaube, da sind wir bei DKN Billing Prepaid Experts. Genau, richtig? Sind in Zeile 6 angelangt, also relativ einfach auch zu lesen. Ja, die Frage ist natürlich, möchte ich das irgendwie selbst modellieren und pflegen, aber zum Lesen ist es definitiv super. Gut, verlassen wir mal das Beispiel erstmal. So, kommen wir noch zurück zu Business Friendly. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob jetzt alles Entwickler da sind, aber ich glaube auch Nicht-Entwickler hier, was er sagt, können DMN lesen zumindest. Vielleicht sogar editieren, aber kommen wir da mal drauf. Was für uns wichtig war, ist, dass das Missverständnis zwischen Business und IT aufgehoben wird. Das heißt, wir sprechen die gleiche Sprache. Wir sprechen über Regeln und nicht über irgendetwas anderes, was wir in einer technischen Sprache geschafft haben. Nächster Punkt war, kann ich das auch pflegen? Das haben wir gesehen, das war jetzt mit viel modelliert, was wir vorhin gesehen haben, Friendly Enough Expression Language, was mit der DMN auch mit definiert wurde damals. Torben, was meinst du? Als Nicht-Entwickler? Als Nicht-Entwickler? Doch, als Modellierer? Doch, ich glaube, da können wir einen Haken hintersetzen. Ja, genau. Sehen wir halt auch so. Aber wir, hast du schon gesagt, die Techniker auch gesagt, wir können es definitiv mit viel auch modellieren, aber sehr risikohaft. Ich verschreibe mich, muss irgendwelche Listen nachhalten, wie sind die technischen IDs? Ist die Frage, das Risiko, wollen wir das wirklich nach auf Produktion eingehen oder wie würden wir sonst irgendwie dieses Deployment generieren können? Haben wir gesagt, ein bisschen Aeroplane. Und man sagt, aber das reicht uns ja gar nicht. Ist viel, was wir da haben, klar, reicht uns vielleicht für gewisse Anwendungsszenarien, aber das, was unsere Business Unit möchte, reicht dafür nicht. Das heißt, wir sagen, irgendwie ein Kunde, der Name beginnt mit, endet mit, oder der Name enthält irgendwie eine gewisse Zeichenkette. Und was wir gemacht haben, nochmal einfach Starts with Pharma. Wir haben uns dann für die Expression Language Groovy entschieden. Der Einsatz ist eigentlich relativ machtvolle Expression Language und wird bei uns auch schon in anderen Bereichen genutzt, sodass wir unsere Entwickler das auch handeln können. Aber ich glaube, wenn wir das sagen, das soll anschließend, weil wir diese funktionalen Anforderungen haben, wie Starts with, Ends with, etc., soll jetzt jemand noch modellieren, manuell. Also ich persönlich bin da raus. Ich schreibe mir lieber einen Test dafür und gucke dann, ob ich das richtig gemacht habe, aber das manuell noch zu pflegen, traue ich mir persönlich auf jeden Fall nicht zu. Man sagt, okay, was machen wir denn jetzt? Entwickeln wir es trotzdem nochmal alles selbst? Haben gesagt, nein, machen wir nicht. Wir wollen die Vorteile von DMN nutzen. Das war für uns sehr, sehr, sehr wichtig von Anfang an. Aber wie machen wir das denn? Man sagt, okay, aber eigentlich haben wir doch nur ein Problem. Wir müssen die DMNs irgendeiner grafischen, besseren Modellierungsform, die wir uns gesagt haben, die wir kennen, also Custom-Lösung mit einer gesprochenen Tool-Unterstützung zur Verfügung stellen. Und das ist im Endeffekt, was wir gemacht haben. Das heißt, wir haben gesagt, okay, wir wollen eine Custom Authorization haben. Das heißt, nicht jeder auf jeder Department-Ebene soll auch alles dürfen,
Das ist für uns ja auch natürlich ein wichtiger Aspekt. Das heißt, wir wollen die Verantwortung nicht irgendwie zentralisieren, wir wollen es in die Region geben, weltweit. Irgendwelche Super-User sollen das für uns irgendwo machen. Wir wollen die wollen ein gleiches Look and Feel haben, kennt jeder von uns. Ich finde das ganz nett, wenn man das mit der Applikation ein bisschen auskennt, der weiß, wie es funktioniert. Wir können irgendwelche Vorschlagslisten, wir können Validierungs hinterlegen und natürlich dementsprechend ganz wichtig, er muss dann doch am Ende des Tages nichts von DMN kennen. Wenn er es kennt, umso besser, aber er muss es nicht. Das heißt, wir verstecken technische Details. Das heißt, am Ende des Tages, und da kommen wir so ein bisschen rein, warum auf Steroiden dann im Endeffekt, wir generieren DMN-Tabellen bei uns. Und da wird es dann nämlich jetzt ein bisschen spannend. Wie machen wir das denn überhaupt? Das heißt, jedes Mal, wenn wir bei uns, das heißt bei uns in einem Custom UI, das könnte jetzt ein Web-Frontend sein, wir haben jetzt aber jetzt in diesem Fall einen Rich Client, der weltweit ausgerollt wird, wenn gewisse Business-Regeln dort geändert werden, triggern wir eine Neugenerierung unserer DMN-Tabellen für diesen Bereich an. Wir nutzen hier die DMN-Model-API. Ich weiß nicht, ob die soweit bekannt ist, aber jeder, der Camunda quasi in sein Projekt hineinzieht, er hat sie, er kann sie nutzen. Also relativ einfach von uns. Klar, wir reden auch über XML, ob das dann noch so von der Implementierung jedem Entwickler so viel Spaß macht, gegen die API zu entwickeln, das ist die zweite Frage. Aber da muss man dann einfach mal durch. Geht halt auch. Die Vorteile, die wir dadurch gehabt haben, wir können unsere eigene Hierarchie definieren. Das heißt, wir haben vorhin gesagt, Hit Policy First, wir haben eine gewisse Struktur drin mit Vererbung. Wenn irgendwelche Regeln jetzt zum Beispiel auf einer höheren Gruppe arbeiten, möchte ich diese Regeln ja auch den unteren Gruppen vererben. Haben wir vorhin am Beispiel nochmal gesehen. Kann ich sonst mal zurückgehen später nochmal, wenn Fragen dazu existieren. Das heißt, da haben wir relativ einfach eine Möglichkeit geschaffen, dies auch programmatisch zu ermöglichen. Da muss ich nicht mehr dran denken als Operator, als Sachbearbeiter, sondern das System macht es. Wir können die Regeln vererben und wir können technologisch dann auch eine Expression nutzen, was immer wir wollen. Ob es jetzt Groovy ist oder irgendwann in Zukunft eine andere Expression Language, interessiert uns eigentlich gar nicht weiter. So, wie bekriege ich denn in dem Ende im Endeffekt des Tages überhaupt deployed? Auch einfach. Es ist ja alles da. Camunda Repository Service. Das heißt, wir haben sie geändert, wir haben sie generiert, dann deploy sie doch auch einfach. Ab dem Zeitpunkt sind die DM aktiv. Weitere Tasks, die zu dem Zeitpunkt dann erstellt werden, werden natürlich auch noch neuen Regeln zugewiesen. Dann haben wir gesagt, das kann ja eigentlich noch am Ende des Tages noch gar nicht alles sein. Jetzt haben wir einen Task, DMN, irgendwelche Regeln. Jetzt haben wir, gibt es auch schöne Beispiele, auch auf GitHub. Ich glaube auch damals noch mal der erste, glaube ich, auch von Bernd. Task Assignment Prozess. Ja, wir haben vorhin gesagt, wir wollen eine starke Sichtbarkeit haben von unserem Assignment, warum ein Mitarbeiter die und die Aufgabe bekommen hat oder vielleicht auch nicht. Und genau das bietet uns dann wieder ein Prozess, genau die Sichtbarkeit, warum bin ich irgendwo hergelaufen, welche Daten hatte ich da. Jetzt müssen wir natürlich jedes Mal, wenn ich einen Task erstelle oder irgendetwas gemacht werde, darüber informiert werden. Sagen wir, wie machen wir das denn jetzt? Hier ist an jedem Prozessmodell, an dem Task, zu sagen, okay, jetzt ruf aber bitte hier das und diesen Service halt auf, den Delegate. Vielleicht unschön. Kann ich nur empfehlen, schaut euch das mal an, Camunda BMPM Reactor ist eine Extension, die auch bei uns mit dem Projekt noch ein bisschen weiter gewachsen ist. Kann man da sehr gut nehmen, das heißt, wir registrieren uns für jeden Task-Listener, der von Camunda im Endeffekt dann registriert wird, werfen das Event, den Delegate, auf den Bus, registrieren uns für unseren Assignment dagegen, nehmen dieses Event, dieses Delegate, weiter geht's. Geht so ein bisschen in den Bereich, was wir vorhin gehört haben, was so eventgetriebene Abarbeitung angeht. Und natürlich ganz wichtig, das nochmal als Hinweis, falls das jemand von euch vorhat, das war so ein erster Punkt, ein Stolperstein, wo wir gekommen sind, unsere Transaktion, falls im Assignment dann doch irgendwie ein technischer Fehler aufgetreten ist. Transaktion wurde komplett zurückgerollt, das heißt auch die Business-Transaktion, die da dranhängt an diesem Assignment. Er sagt, unschön, das wollen wir ja eigentlich nicht. Sondern dann fallen wir in so eine Fallback-Assignment-Gruppe zurück, wo sich ein Super-User oder wer auch immer das nochmal anschauen muss. Aber wir wollen eigentlich nicht, dass deswegen irgendwelche fachlichen Prozesse stehen bleiben oder Probleme machen. Und da haben wir dementsprechend die entsprechenden Delegates und auch den Prozessaufruf in einer entsprechenden Transaktion nochmal gekapselt, sodass dann der Spring-Transaktion nicht zurückgerollt wird. Gut. Viel Theorie, gucken wir mal kurz mal rein, wie sieht es denn aus? Wir haben ein paar Screenshots mitgebracht, wenn das funktioniert. Wir haben gesagt, okay, Camunda Cockpit, Custom Plugin, das machen wir doch auch, das kriegen wir auch hin.
Das heißt, hier sehen wir diesen fachlichen Prozess, den Torben vorhin schon mal vorgezeigt hat. Das heißt, hier haben wir jetzt irgendwie einen Produce-Invoice-Task. Wir sehen jetzt hier, haben wir einen neuen Reiter reingebracht, einen Tab, der nennt sich Task-Assignment. Wir sehen jetzt, okay, das ist die Aktivität XY. Wir haben irgendeine eine Gruppe dort evaluiert. Ein Assignee ist zurzeit keiner dran, arbeitet halt keiner drauf. Ist das nicht geclaimed sozusagen. Wir haben eine technische ID und gesagt, okay, Task-Assignment. Da haben wir einen Button. Da kann ich jetzt draufklicken. Das machen wir jetzt mal virtuell. Und dann lande ich in dem Process History View. Das heißt, ich sehe jetzt ganz genau, warum ich in dem Prozess so und so gelaufen bin. Und ich sehe auch, ich habe die ganzen normalen Funktionalitäten mir zur Verfügung. Ich hätte meinen Audit Log, ich hätte meine Variablen. Alles das, was ich brauche als Monitoring- und Support-Funktionalitäten, habe ich wieder verfügbar. Und innerhalb des Assignment-Prozesses habe ich nochmal einen Decision Definition Key drin. Das heißt, jetzt sehe ich sofort, kann er reinspringen und man kann mir die Regel angucken. Also mein DMN mir anschauen. Das heißt, das machen wir jetzt auch nochmal virtuell. Klicke ich nochmal drauf auf die ID. Und dann sehe ich mein DMN, was wir jetzt aber mal mitgebracht haben. Das ist im Endeffekt auch noch harmlos. Das heißt, wir haben jetzt relativ wenig Input. Sonst wäre das Screen so ein bisschen unschön gewesen. Haben gesagt, das müssen wir nochmal ein anderes Beispiel heraussuchen. Wenn wir mal auf eine Testumgebung, das kommt jetzt nicht wirklich aus Produktion, aber nichtsdestotrotz, es gibt, glaube ich, eine Tendenz, ist ersichtlich, wie komplex dies werden kann. Insbesondere, wenn ich nochmal mit Expression Language, mit Groovy dort arbeite, wird es auch noch ein bisschen technischer. Und man sieht vielleicht oben rechts, wo der Scrollbalken ist im Endeffekt gerade. Also in diesem Fall haben wir jetzt 140 Zeilen und das ist nicht das Maximum, was wir auf Produktion sehen. Und das möchte ich nicht mehr manuell pflegen. Und so haben wir jetzt im Endeffekt eine Möglichkeit geschaffen, wo wir gesagt haben, jetzt wissen wir immer, warum ein Task assigned wurde, warum er vielleicht auch nicht zu dieser Gruppe assigned wurde. Wir haben alles in unserer Hand und wir nutzen die Funktionalitäten, die Camunda insbesondere auch durch das Camunda Cockpit mitbringt. Und da haben wir jetzt ein klares Bild und sind durch weitere Extensions, die wir gesehen haben mit dem IBM Reactor Bus, sind wir natürlich in der Lage, dementsprechend auch unabhängig von den konkreten Projekten darauf zu reagieren und müssen jetzt nicht nochmal gucken, wie im Endeffekt dann die Prozessmodellierer irgendetwas immer dran denken müssen, sondern arbeiten eventgetrieben. Dann haben wir natürlich auch noch ein bisschen Werbung für unsere netten Kollegen, die uns dabei auch unterstützt haben, auch in der Entwicklung. Holisticon hat sich vorhin auch schon mal selbst vorgestellt. Jetzt haben wir viel Theorie auch gezeigt. Hier nochmal ein Projekt. Checkt es euch mal aus, guckt es mal an. Da ist im Endeffekt alles drin von der Theorie, außer jetzt unser Custom-Plugin für das Task-Assignment vom Cockpit. Wie das von der Theorie her und generell zum Beispiel auch funktioniert, wie wir DMNs generieren, wie wir es deployen können. Diese Tricks und Kniffel mit dem Reactor-Bus drin, mit dem Transaktionsverhalten. Und ich denke, jeder, der ein bisschen Interesse daran hat fürs Task Assignment, schaut euch es an, gebt ein Feedback. Herzlich willkommen.